Was geht ab, meine kleinen Freunde? Hier mal ein neues Fahrzeug. Ja, das ist eigentlich das Auto von meinem Vater. Der hat den seitdem der 19 ist. Der ist jetzt 58. Mir hat er ihn jetzt geschenkt vor gut einem Jahr, aber da ich schon an der Ausbildung war und gar kein Geld verdient habe, konnte ich natürlich nichts machen. Jetzt will ich den auf jeden Fall mal ein bisschen restaurieren, komplettieren. Und ja, der war bei der Garage 76 bei dem Markus. Der hat mir ein paar Sachen lackiert. Das Schwarz-Matt hat er mir neu lackiert. Das Dach. Seitenwand auch. Die dicke Frittentheke auch. Ja. Ich würde euch einfach mal mitnehmen, was ich alles so mache an dem Auto. Weil da ist noch einiges zu tun, auch der Innenraum. Sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Vielleicht kommt es auf der Kamera nicht so gut rüber. Aber ja, aber man kriegt ja auch für so Fahrzeuge fast nichts mehr. Das ist ja mal, und wenn, dann schweineteuer. Aber trotzdem, ich kann ihn ja über die Zeit lang aufbauen. Boah, aber das gefällt mir so gut, das Auto. Also da freue ich mich schon so lange drauf, damit mal eine Runde zu fahren. Damals als Kind immer Schiss vor der Karre gehabt, sage ich euch ehrlich. Aber ja, yeah. Dann zeige ich euch mal den Motor. Ja, hier hat mein Vater noch damals ein Drehzahlmesser auf die Motorhaube gemacht. Gefällt mir richtig gut, ist zwar nicht original, aber ja. So, hier ist der Motor, wie man unschwer erkennen kann. Ja, Spritsystem habe ich schon umgerüstet, weil die Kraftstoffpumpe hing fest. Ja, da gab es von Liebel Motorsport so einen Umrüstsatz. Hier muss ich mir noch einen neuen Kühlerschlauch organisieren. Hab den jetzt auf E-Lüfter umgebaut. Also E-Lüfter habe ich schon drin. Thermoschalt habe ich auch schon drin. Ich muss das Ganze noch verkabeln. Weil der originale Lüfter, der da drin war, der wurde ja über die Kurbelwelle, glaube ich, ja, über die Riemenscheibe da angetrieben. Nix Kurbelwelle. Erzähl keinen Stuss. Und ja, ist halt noch viel Arbeit. Aber ist ja auch ein seltenes Auto geworden. Und ja. Hier zum Beispiel habe ich die eine Rückleuchte. Ja, hier ist halt ein Gewinde rausgebrochen. Ich habe auch schon versucht, eine neue zu bekommen. Aber die eine, die im Netz steht, da ist genau an der gleichen Stelle die Scheiße rausgebrochen. Ich versuche das jetzt mal mit 2K-Kleber so zu fixen. Wäre natürlich gut, wenn das klappt. Sonst muss man wieder auf der Suche sein. Ja. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls jemand das Video sieht, ne? Ob was ich alles zeigen soll, ob ihr da überhaupt Interesse dran habt. Ja. Yeah. Sonst lasst gerne ein Abo da. Ne? Ein Like nach oben oder ein Like nach unten, wenn euch das nicht gefallen hat. Und sonst, ja, viel Spaß damit.